Hallo und herzlich willkommen bei Tacho bei Merlin. Ich bin Dirk und ich begrüße meine Wasserzeichen. Ich begrüße Sternzeichen Fisch, ich begrüße Sternzeichen Skorpion und Sternzeichen Krebs zu eurer Liebeslegung für Weihnachten bis Ende des Jahres, wie es momentan bei euch in der Liebe so ausschaut. Alle, die meinen Kanal schon kennen, wissen, wie es funktioniert. Ich möchte es aber auch für die Leute, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen an der Stelle. Möchte ich euch ganz kurz erklären, wie es halt generell so abläuft. Die Karten, das ist eine allgemeine Legung fürs Kollektiv. Also ich kenne dich nicht persönlich, von da an kann es auch sein, dass du mit dieser Legung nicht in Resonanz gehen wirst. Wenn das so ist, schau doch gerne nochmal bei deinem Aszendenten vorbei, bei deinem Mondzeichen oder Venuszeichen. Wenn du nicht genau weißt, wie du das Ganze errechnen kannst, kannst du das bei Google eingeben, kostenlos berechnen. Du brauchst dazu den Geburtsort, dein Geburtsdatum und die Geburtsuhrzeit. Dann kann man das relativ einfach machen. Ansonsten lege ich die Karten gleich aus. Wir nehmen ein Legesystem mit neuen Karten, werden dann vermutlich nochmal ergänzende Karten brauchen. Und wir schauen mal, welchen Ratschlag die Karten dann für euch haben. Ja? Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Hinweise für mein Element Wasser, für den Krebs, Sternzeichen Fische und Sternzeichen Skorpion. Was ist jetzt richtig und wichtig? Was darf ich weitergeben? Liebes Universum, bitte nur eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Wasserzeichen, Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Fische, Sternzeichen Skorpion. Was ist in der Liebe momentan wichtig und welche Ratschläge hast du? Ja, ich mische einmal die Karten kurz. Ich möchte mich an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich bin wahnsinnig gerührt über die ganzen Abos, über die Likes. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ich bin wirklich total geflasht. Macht richtig Spaß mit euch. Ich danke euch wirklich ganz, 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 ganz. Dankeschön. Ganz wichtig, also Wahnsinn. Und deswegen sitze ich jetzt auch hier. Wie gesagt, ich bin erkältet, deswegen auch nochmal sorry, wenn ich jetzt gleich zwischendurch ein bisschen rumhuste. Ich kann es leider nicht unterdrücken. Ich habe schon Codein genommen, aber heißt halt Codein? Codein-Caps, ja, ich glaube wohl, dass man halt nicht so husten muss. Aber ich sage jetzt auch schon wieder los. Aber es klappt halt nicht ganz so gut. Aber mir seid ihr so wichtig, dass ich jetzt hier nicht sage, nee, ich habe erst eine Liebeslegung gemacht, ist noch gar nicht so lange her. Möchte ich auf jeden Fall vor Weihnachten für euch nochmal machen. Wenn ich euch damit helfen kann, würde mich das natürlich auch umso mehr freuen, ja? Okay, ich mische die Karten durch. Alle, die das schon sonst sehen, wissen, wie das funktioniert. Danach kläre ich die Karten und gehe auch nochmal jede Einzelkarte mit euch durch. Ja? Ja, das ist übrigens die linke Seite ist die weibliche Energie, die rechte Seite die männliche Energie. Du musst halt einmal schauen, wo du stehst und du musst dann quasi dir die Seite entsprechend aussuchen. Ich nutze das Golden Universal Tarot heute wieder. Mein Lieblingsdeck nutze ich fast immer, ich weiß. Ich finde es aber auch so schön. Und angelehnt an das Raider White Tarot von der Abbildung her. Okay, mein Gott, da ist aber gerade. Wow. Du hast sehr viele Karten aus der großen Arcana schon mal auf dem Tisch. Oh, da ist richtig Feuer in der Bude. Was bringst du heute wieder alles auf den Tisch hier, ihr lieben Wasserzeichen? Ja, ich starte mal mit deiner weiblichen Energie. Das ist die Karte 9 der Münzen. Münzenergie ist Element Erde. Könntest du es mit dem Steinbock Jungfrau Stier zu tun haben? Oder deine eigene Energie? Na, das weißt du besser als ich. 9 der Münzen ist so die Karte. Ja, eine Wende. Positive Kraft, Zufriedenheit. Du hast schon unheimlich viel erreicht. Du hast was ergründet. Es liebt dich jemand. Du hast halt sehr, sehr viel erreicht. Ja? Sorry, ich muss mal eben. Ja, das ist momentan so. So zeigst du dich in der Beziehung. Dann gegenüber, 8 der Münzen. Münzenergie ist Element Erde. Das ist Steinbock, Jungfrau oder Stier. Und 9 der Münzen, das ist so die Karte. Der Münzen, sorry. Ich habe irgendwie später der Abend, kann ich die Zahlen schon nicht mehr erkennen. 8 der Münzen, das ist so die Karte für. Ja, Fortschritt, Erfolg,
es geht etwas in Stabilität. Ja, so sieht er das momentan in der Beziehung. So siehst du ihn. Das ist die Karte der Turm. Das ist eine Karte aus der großen Arkana. Die Karte 16 ist die ergänzende Karte für das Sternzeichen Widder. Die Karte steht für Befreiung, für einen Durchbruch, für einen Umbruch, für eine Bewusstseinsveränderung. Na, das heißt, die Botschaft heißt hier, das Problem muss endlich gelöst werden. Flexibel zu sein, du bist aber auf dem richtigen Weg. Und man sieht ja hier, der Turm, das Leben, deine Beziehung ist hier zu eng geworden. Es knallt hier richtig, man fliegt da raus. Ja, könnte auch für eine blockierende Energie stehen. Festhalten, Verhaltensmuster. So siehst du ihn, so siehst du die Beziehung momentan. Dein Gegenüber hat auch eine Karte aus der großen Arkana. Das ist die Karte die Mäßigkeit. Die Karte die Mäßigkeit, die ist zugeordnet für Sternzeichen Schütze, steht für Freude und Ruhe im Leben, für das Gleichgewicht und Harmonie, für ausgewogen zu sein, glücklich verbunden mit jemandem zu sein, Mitgefühle haben, Hoffnung und Zuversicht kann sie auch bedeuten. Und sie sagt im Endeffekt geben und nehmen. Es ist etwas in Entwicklung zu sehen, in der Liebe eine Verbindung eingehen, gemeinsam etwas gestalten. Ja, so sieht er quasi dich. Das ist also auch eigentlich eine sehr positive Energie. Ne? Und das ist halt immer so, ist, man kann es ja gut erkennen. Ne? Er gießt hier quasi der Engel die Kelche hier ein und es ist im Fluss. Und es ist halt ein Geben und Nehmen. Dafür steht halt eine Beziehung. Ne? Ja, so siehst du die Partnerschaft. Das ist auch eine Karte aus der großen Arkana. Das ist die Karte Nummer 3. Das ist die Herrscherin. Die Herrscherin, ne, kann man hier gut das Venus-Symbol auch erkennen, weibliche Kraft, ist so die Macht der Leidenschaft, der Entfaltung, die Loslösung. Kann auch für eine Mutter stehen, eine Frau, die sehr fruchtbar ist. Kann auch hier um ein Thema Schwangerschaft sein. Steht halt für Wachstum, für einen Neubeginn. Veränderung ist eine sehr sinnliche Karte. Ist eine erwachsene Botschaft, kann es auch sein. Steht für Vertrauen, ja, für Gelassenheit. Ist aber hier, du hast die Herrschermacht. Ist eine Karte übrigens Sternzeichen Stier angeordnet. Ne? Ja, so sieht er die Partnerschaft. Das ist wieder Münzenergie, 6 der Münzen. Münzenergie ist ja immer Element Erde, Steinbock, Jungfrau oder Stier. 6 der Münzen sagt im Endeffekt, ja, das ist so das Ausgleich. Geben und Nehmen kommt hier wieder. Ne? Das heißt, jemand auch mal belohnen für eine gute Tat. Aber hier ist das typische diese Beziehungskarte, Geben und Nehmen. Hier übrigens auch Geben und Nehmen, ne? Aber bei ihm. Das ist ein Thema auf deinem, bei deinem Gegenüber. Ja, dein Wunsch an den Partner. König der Stäbe, das ist Element Feuer, Feuer, Schütze, Löwe oder Widder. Und der König der Stäbe ist so für Reife, Dynamik, für Selbstvertrauen, Lebensfreude. Ja, die Fähigkeit, deine eigenen Ideen durchsetzen, wäre vielleicht so ein Wunsch. Auch Lust nach Abenteuer. Aber was ich hier eher vermute, dass du so ohne Umschweife zur Sache kommst. Vielleicht ist das Problem bei deinem Gegenüber, dass er das nicht kann. Und dass das du vielleicht so kritisierst. Dass du einfach mal sagst, Mensch, wenn du was hast, komm doch direkt mal zur Sache und eier nicht rum. Ne? Ja, den Wunsch an seiner Partnerin, das ist die Karte der Teufel. Das ist die Karte auch aus der großen Arkana. Das ist die Karte 15, dem Steinbock zugeordnet. Steht halt für Schattensein in unserem Leben, für Verstrickung, Verlockung, Triebe. Auch für Missbrauch der Macht, Verführung, auch leider für Gewaltbereitschaft oder auch für Süchte, wenn Sucht Thema ist bei euch. Seine eigenen Hemmungen und seine dunklen Seiten sich bewusst machen. Arbeit, Bestechlichkeit, Materialismus, das kann es quasi alles beides so sein. Ja. Ja, darum geht es bei euch in der Partnerschaft. Das ist die Karte 4 der Stäbe, das ist Element Feuer, kann für einen Schütze, für einen Löwe oder für einen Widder auch stehen. Und das ist eine sehr positive Energie. 4 der Stäbe sagt im Endeffekt, ja, das ist so die Zuversicht, man hat sich was Tolles aufgebaut, ist so die Familienkarte. Ne? Stabilität, man hat was erschaffen. Kann man hier auch gut erkennen. Ne? Also ist sehr zufrieden das Ganze. So, darum geht es momentan bei euch in der Beziehung.
Ich will aber gerne noch mal eine Erklärungskarte haben. Teufel, ne? Und so. Warum, wieso, weshalb, warum? Das gucken wir uns jetzt noch mal an. Liebes Universum, ich brauche mal eine Erklärungskarte. Warum liegt der Teufel hier im Deck wieder gegenüber? Für meine Wasserzeichen Fische, Krebs, Skorpion. Bitte eine Erklärungskarte für mein Kollektiv der Wasserzeichen, bitte. Einmal eine Erklärungskarte, bitte. Ja. Die beiden sind's. Schauen wir mal. Hui. Sieben der Schwerter. Ja, das ist nicht so die schöne Karte. Das ist Element Luft. Marke Wassermann Zwilling. Sieben der Schwerter, das ist so die Karte. Ja, Falschheit, Betrug, hinterlistig. Jemand ist nicht ehrlich zu dir. Oder macht dir falsche Versprechen. Na, so Teufel, Verführung. Passt gut. Dann haben wir noch Stabenergie. Da kannst du es mit einem Schützen zu tun haben oder mit einem Löwen oder einem Widder, also einem Feuerzeichen. Zwei der Stäbe, das ist so die Karte. Ja, Optionen werden sich hier genauer betrachtet. Einen anderen Blickwinkel sollst du dir zulegen. Du hast da zwei Möglichkeiten. Aber du schaust erstmal in die Mitte. Du schaust quasi, ja, wie entscheidest du dich? Das ist noch nicht entschieden hier. Ne? Ich hätte gerne noch mal eine Klärungskarte fürs Universum. Das ging jetzt ganz schnell. Prime-Kunde. Ja, fünf der Stäbe. Element Feuer. Schütze, Widder, Löwe. Ja, da ist ein bisschen Stress in der Mitte, hätte ich fast gesagt. Ja, da geht hier um Meinungsverschiedenheiten, um viel Streit. Man versucht sich hier zu beweisen. Das ist so eine richtige Impulskarte. Ja. Brauche ich noch mal eine Klärungskarte? Königin der Stäbe, auch Element Feuer, Schütze, Widder, Löwe. Die Königin der Stäbe steht für Kreativität, für Willensstärke. Du sollst hier mit seiner Kraft auf das Wesentliche konzentrieren, das Leben in die eigene Hand nehmen. Ja, brauche ich doch nochmal eine Karte, warum das Leben in die eigene Hand nehmen. Brauche nochmal eine Karte. Nächste Königin, Königin der Kelche. Ja, ist wahrscheinlich eure eigene Energie, Element Wasser, Fische, Skorpion, Krebs. Und die Königin der Kelche, das ist so eine Karte, ja, sich einer Sache oder einer Beziehung ganz hingeben, sich entspannen und aus dem Gefühl heraus handeln. Du sollst nicht Vergeben vermeiden, Eifersucht und Bosheit, die sollst du hier dringend vermeiden. Ja, ich würde sagen, ich lasse die an der Stelle einfach mal so liegen. Ich ziehe dir aber zum Schluss auch nochmal eine Orakelkarte aus dem Liebesorakel Botschaften von Herzen. Welche Botschaft hat das Liebesorakel noch für euch zum Abschluss? Liebe Wasserzeichen, Liebe Sternzeichen Fische, Skorpion und Krebs. Die Antwort lautet ja. Die Antwort lautet ja. Dich der Beziehung hingeben, vergeben. Ja. Okay, ich lasse an der Stelle die Legung jetzt hier so liegen. Ich hoffe, du konntest mit der Legung in Resonanz gehen. Wenn dir die Legung gefallen hat, würde ich mich über einen Like von dir freuen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch kein weiteres Video mehr von mir. Und ansonsten auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz tolle, harmonische Weihnachtszeit. Alles Liebe, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Zwischen den Feiertagen kommen auf jeden Fall noch neue Videos dazu. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute, einen schönen Abend. Ciao, ciao, bye, bye, bis bald.